Hi aus Reit. Ja, meine Stellungnahme aus städteplanerischer Sicht, was die Stadt Reit betrifft, ist eindeutig. Ich bin dafür, dass die Stadt Reit wieder eigenständige Stadt wird und abgekoppelt wird von der Stadt Mönchengladbach, damit wir wieder selbstständig sind und damit wir uns nicht diesen Glaskasten quer durch Reit von der Stadtverwaltung Mönchengladbach vor die Nase setzen lassen müssen, der nicht nur überteuert ist, sondern der auch eigentlich überflüssig in Reit ist. Wir haben hier genug Geschäfte, die wir wieder aktivieren können. Und hinzu kommt nicht nur der Baustoffmangel, sondern auch der Klimawandel. Also es wäre total blödsinnig im Grunde, diesen städteverwalterischen Glaskasten quer durch Reit hinzusetzen. So, das ist aber ein anderes Problem. Wie gesagt, ich meine, dass wir seit der Eingemeindung 1975 zu der Stadt Mönchengladbach von den Gladbachern im Grunde ja, aufgefressen worden sind, nach und nach. Und dass wir hier keine eigene Autonomie mehr haben, um für unsere Stadt Reit weiterzukommen, sondern dass die Gladbacher sich dauernd an uns bereichert haben seitdem. Und das geht gar nicht. Das haben wir auch nicht nötig. Und die dürfen das auch nicht umgekehrt darstellen. Das ist nämlich nicht Fakt. So, ja, das war jetzt meine Wut über die Stadt Mönchengladbach. Und ich melde mich wieder. Der CSD findet ja morgen statt, die Parade in Reit. Das ist auch gut so, weil das meine Heimatstadt ist. Ja, ihr könnt zum Reiter Marktplatz kommen. Seid alle herzlich willkommen. Und ja, das ist erstmal alles. Ja, wie ihr seht, werden meine Haare weißer und weißer. Und das ist ja auch meine Absicht. Ich bin etwas reifer geworden und freue mich über Likes, Abonnieren, Teilen und Kommentare. Dankeschön, auf Wiedersehen.